alle liebe YouTuber. Herzlich willkommen in der Blumenwelt. Oh, Entschuldigung. Nee, das müssen wir nochmal machen. Hallo liebe YouTuber. So, zweiter Anlauf. Klappt ja auch nicht immer alles gleich. Willkommen in meiner Blumenwelt. Frühlingszeit, Zweigezeit, Tulpenzeit. Zeit. Ich habe heute wieder eine richtig schöne Idee mit Tulpen, Zweigen, Körben. Das sind ja die Dinge, die ich liebe und mir fällt immer wieder was anderes ein. Und dazu war ich natürlich auch wieder im Großmarkt und ich habe so tolle Birke mit diesen schönen Würmchen bekommen. Ja, und diese biegsame, tolle Birke, da kann man auch so viele schöne Sachen draus machen. Und genau das zeige ich euch heute. Und so ganz nebenbei, wir drehen heute mal wieder mitten im Laden. Das habe ich eigentlich am Anfang gemacht bei meinen ersten Videos. Da haben wir auch viel im Laden gedreht. Das mache ich ganz selten. Aber heute machen wir das mal. Zeige ich euch nochmal, ja, wie schön, wie süß eigentlich diese Körbe, unsere Korbsets, die wir versendet haben. Das sind ja die kleinen und das sind die ganz großen. Wie süß die eigentlich auch aussehen, wenn die aufgehängt sind. Weil man könnte ja theoretisch, man kann ja auch was Schönes reinmachen und die aufhängen. Ja, ein bisschen Tillandsie drumherum. Das ist eine Bocanea, das ist ein kleiner Elefantenfuß. Und wenn die jetzt hier so hängen würde, ist das eigentlich auch eine ganz süße Hängedeko. Also die sind nicht nur schön, wenn die stehen, die kann man auch aufhängen. Ja, und das ist diese knuffige kleine Form. Das ist der Mini von dem Set. Und kürzlich hatten wir ja auch noch ein anderes Set. So, ich stelle die mal hier wieder ins Schaufenster zurück. Da, wo sie hingehören. Und kürzlich hatten wir Seegraskörbe. Ja, das ist auch dieses schöne Dreier-Set mit diesen Seegraskörben. Da hatte ich auch schöne Ideen. Und eine davon, die war auch, dass man diese Calathea zum Beispiel in den Korb stellt. Ja, also das sind jetzt die andere Art von Körben, die sich natürlich schön, schön flexibel sind mit Folie innen drin. Versende ich auch die Korbsets, aber nur im Set, alle drei, also nicht einzeln, weil sonst kriege ich das überhaupt nicht hin mit den Größen. Und dann gibt es noch eine dritte Korbgeschichte. Das sind so Körbe, wie ich hier im Schaufenster habe. Und da haben wir die Körbe dekoriert und haben Tulpen reingemacht. Das hat jetzt natürlich nicht jeder von euch so eine Masse Tulpen, weil ich glaube, das sind 100 Stück. Das muss nicht sein. Das geht auch mit weniger Tulpen. Und genau deswegen, ja, mit diesem schönen Hintergrund habe ich gedacht, so, ich nehme jetzt mal Platz und zeige euch das mal. Dazu habe ich vorbereitet einen Korb. Ich habe also einen kleinen Eimer in diesen Korb gestellt und habe den Rand schon mal mit ein bisschen Moos abgedeckt. Ja, das ist schon die Vorarbeit. Und damit diese, jetzt fehlt natürlich, zu dem von hinter mir fehlt diese schöne Deko mit dieser Birke, ja, diese, das so lässig gemacht ist. Und dazu habe ich einen braunen Myrtendraht genommen, ja, brauner Basteldraht, gibt es bei Floristik24. Und brauchen natürlich, jetzt muss ich ein bisschen Sauerei machen im Laden, ich brauche von der Birke die Zweige mit den weichen Stücken. Natürlich nicht zu dick. Das heißt, ich schneide mir jetzt einfach von der Birke, ich schneide die mal so in Stücke und schneide diese unflexiblen Stücke, die schneide ich jetzt raus, sondern ich brauche jetzt tatsächlich nur diese weichen Stücke. Ja, und deswegen bin ich auch immer auf der Jagd nach Birken mit den weichen Stücken, mit vielen Früchten. Das sind so die, ja, beim Essen würde man sagen, der Gourmet. Und bei der Floristik, naja, das sind das so die Filetstückchen der Birke, die man natürlich gern hat. Oder was natürlich auch schön ist, sind die weißen Birkenstämme. Aber alles, was dazwischen ist, das benutzt man in der Tat eigentlich seltener. Ja, könnte man jetzt auch zum Beispiel in den Stehstrauß einarbeiten. Aber das meiste schmeißt man ja doch weg. Und hier haben wir eigentlich schon so ein recht ansehnliches kleines Arrangement an Birke und damit kann ich eigentlich schon arbeiten. Das heißt, ich nehme meinen Draht und wickel
und wickel hier die Birke an einer Stelle zusammen. Ja, fixiere den Draht auch. Und das Geheimnis, dass diese Arbeit so schön ist und so toll wirkt, ist, dass die Birke eben nicht, ja, dass ich nicht so fest wickle, ja, sondern ich mache das so, ich wickle so ganz lässig und locker drumherum und versuche natürlich auch, dass die weichen Stücke auch rausfallen, ja, ich will die gar nicht alle reinwickeln, so, ja, ich will, die sollen so ein bisschen lässig runterfallen, also eigentlich ist am besten, wenn man, ja, wenn man die schon so ein bisschen rauszieht und das Ganze nur locker wickelt. So, die Kollegin hat es noch lockerer gemacht hier. Die hatte auch ein bisschen mehr Zeit als ich im Video, das muss ich gestehen. Und man kann jetzt als kleines Hilfsmittel, kann ich auch einen Teil hier an dem Griff festwickeln. So, ich mache das jetzt gar nicht rundum, sondern ich lasse es jetzt nur so lässig einmal runterhängen. Jetzt meine Birke mit diesem braunen Basteldraht gewickelt. Warum der braune Basteldraht? Natürlich, damit man eigentlich gar nicht sieht, dass es gewickelt ist mit Draht, weil an der braunen Birke sieht man den Draht nicht. Wenn jetzt hier noch so ein festes Stückchen nach oben steht, dann mache ich das ab und ich kann jetzt hier hinten noch nach hinten noch lässig ein bisschen was rausstehen lassen. Von der Richtung her, vom Gedanken her, warum sind die Zweige oben? Weil wenn die Birke jetzt in der Natur ist, dann hängt ja eigentlich auch, hängen auch die weichen Teile und der Ast ist hier fest an der Birke dran. Das heißt, in der Natur hängen ja auch die weichen Teile nach unten und deswegen bin ich auch wirklich nur so runtergegangen und habe so diese schöne Deko an dem Korb entlang. Ja, jetzt kommt eigentlich so mein Geheimnis, warum man nicht so viele Tulpen braucht. Das Geheimnis heißt eigentlich nur, dass man Heidelbeere nehmen kann. Heidelbeere kann man auch sehr schön brechen. Ja. Oder ich schneide so die Enden ab und stelle die Heidelbeere. Ich brauche also in der Tat, man sieht, ich brauche überhaupt nicht viel. Ich brauche eigentlich wirklich nur zwei Zweige Heidelbeere und stelle die hier in die Mitte von dem Korb ein. Und er ist schon fast ausgefüllt. Ja, das eine Stück würde ich jetzt ein bisschen kürzen. Dann sieht es schöner aus. Und jetzt kommt wieder so das kleine Geheimnis, warum ich eigentlich gar nicht so viele Tulpen dann brauche. Weil ich habe ja ein Gerüst mit der Heidelbeere. Ja, wo ich dann, ich brauche immer einen Halt, ich brauche immer ein Gerüst. Und hier kann ich jetzt hergehen. Wenn ihr also sagt, oh, ich habe mir jetzt 10 Tulpen. Moment, die ist nicht schön. So, nur schöne Sachen kommen ins Video. Jetzt, genau. Wenn ihr sagt, oh, ich habe mir jetzt nur 10 Tulpen gegönnt, ja, und war beim Floristen und man wollte sich nicht so viele kaufen, dann kann man einfach diese 10 Tulpen, und da würde ich jetzt auch das Laub natürlich dran lassen. Ja, das ist dann schöner mit Laub, weil das Laub füllt ja auch mehr. Und dann kann ich mir tatsächlich, es sind jetzt erst 4, ja, das ist Wahnsinn, was die für eine Wirkung machen. Und da, so, und jetzt nehme ich nochmal 5, 6, ja, um einfach dieses Beispiel mit den 10 Tulpen zu verfolgen. So. So, und dank dieses Gerüstes von der Heidelbeere, oder ihr könnt auch Efeu nehmen, ja, oder ihr könnt auch zum Beispiel Mahoni ist auch sehr schön, sehr, sehr schönes Grün, das jetzt auch wächst. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Und so kann man sich wirklich mit wenigen Blüten einen ganz tollen Hingucker gönnen. Die Außendeko, die Birke, die hält ja sehr, sehr lang. Nur, und die Tulpen lassen sich wunderbar auswechseln. Die Heidelbeere schlägt ganz toll aus, wenn die ein bisschen reifer wird. Und damit hat man sich schon so ein kleines Tulpenträumchen für das eigene Heim gestaltet. Und braucht nicht
die vielen Tulpen, wie ich sie habe im Laden. Also, schön. Ich denke, das ist doch was Tolles, was ihr euch auch für zu Hause gönnen könnt. Vielleicht auch mit zwei Farben Tulpen. Ist auf jeden Fall entweder als Geschenk oder für zu Hause ein Hingucker. Und jeder wird sagen, boah, wie hast du denn das gemacht? Dann sagt ihr doch bitte, ich habe der Marke ihr Video gesehen und empfiehlt mich weiter. Das wäre super. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mal schreibt, ob das für euch auch was ist zum Nachmachen, wie euch das gefällt, und freue mich über ganz viel Lieben und Rückmeldungen und Feedback. Und sag einfach bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, viel Spaß beim Dekorieren von eurer Margit. Tschüss!